Hallo Freunde! Die Hauptfigur der heutigen Geschichte heißt Oni, und er ist immer noch ein sehr kleines Kätzchen, hat aber schon viel gelitten. Die Geschichte eines Kätzchens, das niemals aufgab. Eine Katze, die trotz Schmerzen und Leiden nie aufgehört hat, für das glückliche Leben zu kämpfen, das jeder vierbeinige Freund verdient. Das Baby wurde unter extremen Bedingungen gefunden und in letzter Minute gerettet. Leider hat er seine Pfote aufgrund einer sehr schlimmen Infektion verloren, aber das Baby scheint sich nicht darum zu kümmern. Oni wurde so schnell wie möglich zum Tierarzt gebracht, damit ein Spezialist den Zustand ihrer verletzten Pfote feststellen konnte. Wo sein kleines rechtes Bein sein sollte, hat er nur einen Stumpf. Zum Glück für diese liebevolle Kämpferin hindert sie das nicht daran, ein normales Leben zu führen. Anscheinend ist die Mutter des Kätzchens daran schuld. Es gibt eine Theorie, dass sie möglicherweise zu viel Kraft aufgewendet hat, um es zu räumen, was zu Verletzungen führte. Es ist auch wahrscheinlich, dass das kleine Mädchen nur wenige Tage nach der Geburt eingeklemmt wurde und einen Unfall verursachte, bei dem es ein Bein weniger hatte. Jedenfalls hat sie gelernt, sich mit ihren drei verbleibenden Beinen sehr gut zu bewegen und steht auch mit Hilfe ihres kleinen Schwanzes auf, so dass sie sehr gut das Gleichgewicht halten kann. Liebevoll, verspielt und besonders, nichts wird sie davon abhalten, Liebe in anderen Menschen zu finden. Die Rettung der Oni kam gerade noch rechtzeitig. Das kleine Mädchen hat eine vielversprechende Zukunft und wir haben keinen Zweifel daran, dass jemand in ihr Leben treten und sie bedingungslos lieben wird. Ein kleines Mädchen wie sie verdient ein Zuhause für immer voller Liebe und Respekt. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal, indem du ihn magst und abonnierst. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Folgen auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere.